Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Da wir die Medaillons nun geborgen haben, wird es Zeit, sie den verschiedenen Gesandtschaften zu übergeben. Ihr wisst um die Friedensverhandlungen und die Gefahren, denen wir uns gegenübersehen. Seid ihr bereit, uns dabei zu helfen, diese Sache zu Ende zu bringen? Trotz der Gefahr, die der Orden der Emporstrebenden darstellt? Was soll ich tun? Ich brauche jemanden, der vertrauenswürdig ist und die Einladungsmedaillons ausliefern kann. Yakan und ich werden die Medaillons zu den Allianzoberhäuptern bringen, damit diese sie ihren auserkorenen Delegierten übergeben können. Ich möchte, dass ihr die Medaillons für die Krieger- und Magiergilde abgebt. Weshalb sind die Krieger- und Magiergilde zu den Friedensgesprächen eingeladen? Die Gilden genießen Respekt und haben großen Einfluss. Sie verdienen es, Teil dieser Verhandlungen zu sein. Hier, zwei Medaillons. Ach, Erzmagister Delric ist gerade eingetroffen. Ihr könnt ihm als erstes das Medaillon für die Magiergilde geben. In Ordnung, ich bringe der Magier- und Kriegergilde ihre Einladungsmedaillons. Seid vorsichtig mit diesen Medaillons, meine Teure. Man braucht viele Ressourcen, um sie herzustellen. Und wir haben keine Zeit, noch mehr zu fertigen. Übergebt eines Erzmagister Delric. Und dann sputet euch zur Kriegergilde in eurer Hauptstadt. Jarkan erwähnte, dass ihr eine Ermittlerin von Großkönig Emmerich wart. Hat er das? Ich frage mich, welche Geheimnisse er sonst noch ausgeplaudert hat. Nun, ich will eure Neugier befriedigen. Ich war im Lauf meiner langen Karriere schon viele Dinge. Söldnerin, Offizierin der Löwengarde, Spionin und Vermittlerin des Großkönigs, um nur einige zu nennen. Ich verfüge über viele Talente, meine Teure. Genau, wie Schriftstellerin. Ihr habt die Ermittlerin Vala-Bücher geschrieben, nicht wahr? Glaubt niemals, was man in den Chroniken liest. Sehen die hier wie die tintenverschmierten Finger eines Schreiberlings aus? Aber ich mag die zotige Ermittlerin und ihre Unternehmungen. Sie erinnern mich an meine jungen, unbeschwerteren Tage voller Abenteuer. Ihr seid also nicht die Autorin der Ermittlerin Vala-Bücher? Warum lassen wir das nicht mal eben beiseite? Wir haben beide etwas vor und die Zeit ist knapp. Wenn ihr weiter über Gerüchte und Andeutungen sprechen wollt, machen wir das später. Vielleicht bei einem guten Essen und einer teuren Flasche Wein? Fürs Erste überbringt bitte einfach nur eure Medaillons, meine Teure. Na gut, das war jetzt sehr, sehr ausweichend und ich hätte vermutlich ähnlich geantwortet, wenn ich nicht wollte, dass jemand das weiß. Gameplayerin, euer Name wurde mir von einer gemeinsamen Bekanntschaft genannt. Ihr seid offenbar jemand, dem man eine schwierige Aufgabe anvertrauen kann. Genauso jemanden suche ich gerade verzweifelt. Sucht in eurer Allianzhauptstadt meinen Mittelsmann Jarkan auf. Bietet ihm eure Unterstützung an in einer Angelegenheit, die für ganz Tamriel entscheidend ist. Ihr werdet für eure Hilfe fürstlich entlohnt werden. Fürstin Arabelle Davo. Ja, das ist schön, dass ich das jetzt im Nachhinein auch lesen durfte. Ich werde Portale für euch und Yakan erschaffen, Fürstin Arabelle. Entschuldigt die Verspätung. Die Arbeit eines Erzmagisters nimmt nie ein Ende. Ich habe Fürstin Arabelle aufbrechen sehen. Eine Schande. Ich hatte gehofft, mit ihr zu sprechen. Wie dem auch sei. Die Magiergilde hat mich als Repräsentanten für die Friedensverhandlungen bestimmt. Ihr habt meine Einladung? Ja, hier ist sie. Fürstin Arabelle hat mich gebeten, sie euch zu geben. Ah, ja. Hervorragende Fertigung. Valessia hat so viel dazugelernt, seit sie unter mir lernte. Ich habe die Vorlage erstellt. Das war keine einfache Aufgabe. Es ist höchst komplex, Verzauberungen von solcher Macht zu wirken. Wie sind diese Medaillons zu verwenden? Sobald ich es um den Hals trage, wird das Medaillon auf mich eingestimmt bis zum Ende der Friedensverhandlungen. Und das zweite Medaillon ist für die Kriegergilde? Ihr solltet es so bald wie möglich dort abliefern. Natürlich. Die Kriegergilde ist mein nächstes Ziel. So. Lass mich das eben anlegen und... Erzmagister! Ich war das nicht. Erzmagister Delric! Er ist tot! Er legte das Medaillon um seinen Hals und wurde von arkanen Energien erschlagen. Wie kann das sein?
Meine Arbeit war vollkommen sicher. Ihr meint doch nicht... Oh nein. Schnell, gebt mir das Medaillon der Kriegergilde. Hier ist das Medaillon der Kriegergilde. Valessia. Ich hätte die Medaillons näher untersuchen sollen, nachdem ihr sie geborgen hattet. Jemand hat die Verzauberung verändert. Sie wurden mit einem Fluch belegt, um einen Todeszauber zu wirken, wenn man sie anlegt. Das muss der Orden der Emporstrebenden gewesen sein. Und er hat sie zurückgelassen, damit ihr sie findet. Oh nein. Was ist Valessia? Versteht ihr nicht? Der Orden der Emporstrebenden hat die Medaillons verändert. Er wollte, dass wir sie bergen. Und jetzt sind Jakan und Fürstin Arabella auf dem Weg, um sie zu überbringen. Sie müssen aufgehalten werden, bevor die anderen Medaillons aktiviert und die Gesandten getötet werden. Und jetzt die dümmste aller Fragen. Was soll ich tun? Nehmt dieses Medaillon und legt es auf meine Werkbank im Lager. Ich erschaffe ein Entzauberpulver, mit dem man die Gefahr beseitigen und die Medaillons in ihren Urzustand zurückversetzen kann. In der Zwischenzeit nehme ich Delrix an mich, um es ebenfalls zu reinigen. Okay, ich bin überfordert. Moment, da oben müssen wir hin. Diese Reagenzien werden ein Pulver ergeben, das ihr nutzen könnt, um die tödliche Verzauberung aufzuheben. Bitte sehr. Dieses Pulver sollte wirken. Streut einfach eine Prise davon auf die Allianz-Medaillons und sie kehren in ihren Urzustand zurück. Nur die Schutzmagie der Einladung wird zurückbleiben. Was soll ich tun? Vielleicht das, was sie gerade gesagt hat? Ihr müsst Jakan folgen und das Entzauberpulver bei den beiden Medaillons einsetzen, bevor noch mehr Gesandte getötet werden. In der Zwischenzeit hebe ich den Zauber auf den Medaillons der Gilden auf und informiere Fürstin Arabelle. Wisst ihr, wohin Jakan zuerst wollte? Ja, mein Portal hat ihn nach Windhelm geführt, um das Einladungsmedaillon des Ebenherzpakts an Jorun, den Skaldenkönig, zu übergeben. Er ist wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Königspalast. Nehmt den Beutel mit dem Pulver vom Tisch und ich öffne auch ein Portal für euch. Oh, das wäre super. So, Pulver. Dieses Portal wird euch nach Windhelm bringen. Findet Jakan und wendet dieses Pulver auf die Medaillons an, bevor noch jemand stirbt. Machen wir. So, Frage ist nur, doch, hier sind wir ausgekommen. Okay. Gut, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen blöd, wenn wir da mitten in der Stadt ausgekommen wären mit dem Portal. Kurz mal eben die Orientierung finden. Normalerweise habe ich halt ein größeres Bild, wenn ich reite. Ja, ich weiß, die besoffenen Leute hier kennen wir schon alle. Reite schneller. Mich kennt ihr, ich muss durch. Es geht hier um Leben und Tod. Wo seid ihr alle? Na. Halt! Was wollt ihr hier im Königspalast? Und warum rennt ihr einfach an mir vorbei? Oh, ich kenne euch. Ihr seid die Heldin von Windhelm. Tanemera spricht viel über euch. Was führt euch zurück in diese Gegend, meine Freundin? Ich suche nach einem Mann namens Jakan. Er sollte dem Skaldenkönig etwas bringen. Ah, von der Liga der Standhaften, nicht wahr? Arbeitet ihr mit ihm zusammen? Ich fürchte, ihr habt ihn gerade verpasst. Er überbrachte ein Medaillon für den Skaldenkönig und ging dann seiner Wege. Das Medaillon ist gefährlich. Was habt ihr damit gemacht? Laut eurem Kollegen ist das Medaillon ein Geschenk von der Liga der Standhaften. Warum sollte es eine Gefahr darstellen? Ich habe es ins Studierzimmer gebracht. Ich wollte es dem Skaldenkönig überreichen, sobald ich die Zeit hatte, es zu untersuchen. Jemand hat an den Medaillons herumhantiert, doch ich kann die gefährliche Magie bannen. Nun, ihr habt euch das Vertrauen von Windhelm und dem Skaldenkönig verdient. Daher will ich euch nicht misstrauen. Kommt mit. Ich bringe euch zu dem Medaillon. Na, hoffentlich ist es noch da. Die läuft mir hier zu langsam. Ist es geschafft? Ist das Medaillon sicher? Ja, ich denke schon. Ich bin nicht sehr geübt in den Wegen der Magie. Verzeiht mir daher die Skepsis. Doch wie könnt ihr sicher sein, dass das Medaillon nicht mehr gefährlich ist?
Ich weigere mich, es dem Skaldenkönig zu übergeben, wenn nicht vollkommene Klarheit herrscht, ob es auch sicher ist. Das Zauberpulver wurde von jener Magierin erschaffen, die auch die Medaillons anfertigte. Es ist sicher. Ach, ich vertraue euch. Doch trotzdem werde ich unsere Hofmagier bitten, einen Blick darauf zu werfen. Ich danke euch für die rechtzeitige Warnung. Ist euer Kollege sich der Gefahr bewusst? Er schien es eilig mit seiner nächsten Lieferung zu haben. Ich muss ihn finden. Wisst ihr, wohin Jarkan als nächstes wollte? Er sagte, er reist nach Auridon, um sich mit jemandem an Königin Ayrens Hof zu treffen. Ihr könnt euch am Anleger von Himmelswacht erkundigen. Wenn er ein weiteres dieser Medaillons überbringen will, solltet ihr euch beeilen und ihn abfangen. Ich werde zum Anleger von Himmelswacht gehen und nach Jarkan suchen. Wir mögen mit Königin Ayren im Krieg sein. Doch es zeugt nicht von Ehre, einen Feind auf solche verachtenswerte Weise zu töten. Es gibt ein Boot in der Nähe, falls ihr eines braucht. Ich sorge dafür, dass der Skaldenkönig dieses Medaillon der Liga der Standhaften erhält. Ja, das ist das, was ich immer wieder mitbekomme. Vielen Dank übrigens. Die können noch so sehr miteinander im Krieg liegen, aber sie respektieren sich trotzdem irgendwo. Ja, und so schnell kann man am Zielort ankommen. Man geht einfach durch die eine Tür und ist woanders im Ziel. Okay, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich das ein bisschen geschnitten habe. Irgendwo unten in der Nähe vom Gast. Ich weiß eure Hingabe an eure hochmütige und unwirsche Art zu schätzen, doch ich bin nur hier, um dieses Medaillon Königin Ayren zu übergeben. Wie dem auch sei. Nein. Hallo, Hübsche. Ich hätte nicht gedacht, euch so schnell wiederzusehen. Oh, und ich habe diesem edlen Seneschall das Leben nicht schwer gemacht. Ich habe nur für etwas Vertrauen zwischen uns gesorgt. Auf jeden Fall habe ich das Admere Dominion Medaillon schon übergeben. Wir können uns auf den Weg machen. Nein, der Orden der Emporstrebenden hat die Medaillons verändert. Delric wurde getötet, als er sein Medaillon anlegte. Was? Ernsthaft? Da bin ich ja froh, dass ich auf meinem Weg hierher keines der Medaillons anprobiert habe. Hey, ich habe das Medaillon für den Ebenherzpakt schon abgeliefert. Wir müssen zurück nach Windhelm. Ich will meinem stetig wachsenden Kopfgold nicht auch noch Königsmord hinzufügen. Ich habe mich darum gekümmert. Valessea hat ein Pulver erschaffen, das die Magie bannen kann. Ich habe es hier. Oh, gut. Vielleicht fangt ihr beim nächsten Mal damit an? Wie dem auch sei. Wenn ihr die böse Magie bannen könnt, lasst euch nicht aufhalten. Ihr könnt mich hinterher auf den neuesten Stand bringen. Beeilt euch nur, bevor dieser aufgeblasene Bürokrat das Medaillon anlegt. Dann sagt mir, wo ich hin soll. Erhaltet ihr böse Magie? Hebt den Zauber auf! Sofort! Das war doch dieser komische Fatzke hier vorne, okay. Freunde, ich brauche eure Hilfe. Gut, ich bin froh, euch gefunden zu haben. Stimmt etwas nicht. Der Orden der Emporstrebenden hat mich angegriffen. Ich konnte ihn abwehren, doch ich kann Fürstin Arabelle nicht erreichen. Ich glaube, sie schwebt in Gefahr und weiß noch immer nichts von dem manipulierten Medaillon, das sie bei sich trägt. Warum meint ihr, dass Fürstin Arabelle in Gefahr ist? Wir haben eine Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben, doch sie antwortet nicht auf meine Sendungen. Ich konnte die Magie meines Medaillons aufspüren. Es ist auf dem Weg zu einer Insel vor der Küste von Dolchsturz. Irgendwie hat der Orden der Emporstrebenden erkannt, dass wir seine Magie gebannt haben. Woher weiß er eurer Meinung nach, dass wir einige der Medaillons wieder instand gesetzt haben? Weil man Jagd auf mich machte, unmittelbar bevor ich das instand gesetzte Medaillon der Kriegergilde übergab. Ich glaube, sie haben es auch auf Fürstin Arabelle abgesehen. Und ich kann anscheinend kein Portal zu ihrem Standort öffnen. Das macht mir große Sorgen. Sagt mir, wo ich Fürstin Arabelle und das Medaillon finden kann. Schwertruh ist eine Insel vor der Küste von Dolchsturz. Großkönig Emmerich nutzt sie als Rückzugsort. Es passt, dass sie ihn dort trifft. Ihr und Jarkan müsst für mich ein Schiff am Anleger von Himmelswacht suchen und so schnell wie möglich Schwertruh erreichen. Jawohl. Das Medaillon ist nun sicher. Bitte sorgt dafür, dass die Königin es erhält. Hübsche, ich treffe euch am Anleger. Ja, dann komm. Keine langen Reden schwingen. Komm mit zum Schiff. Ach, das bringt uns wahrscheinlich wieder komplett woanders hin, oder? Aber wir probieren es trotzdem nochmal. Obwohl, diesmal ist es ein magisches Schiff, was sie geschickt hat. Normalerweise sollte das zumindest funktionieren.
Niemand da, um uns zu begrüßen. Mir gefällt das nicht. Bleibt wachsam, Hübsche. Mir gefällt das auch nicht. Husch, husch. Oh nein. Das sind Mitglieder der Löwengarde. Was ist hier geschehen? Sehen wir uns. Der Orden der Emporstrebenden muss sie überwältigt haben. Die Löwengardisten sind keine Schwächlinge. Das kann ich nur bestätigen. Auf jeden Fall der Orden der Emporstrebenden. Ja, die Frage ist jetzt nur, sollen wir direkt reingehen? Ich denke, wir können uns wieder hinterher. Doch, ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Oh, hier ist auch noch was zu lesen. Hallo, du sollst das lesen. Eure Befehle haben sich geändert. Die Medaillons sind nicht länger eine Option. Wir müssen zur Schwertruhinsel, dem privaten Rückzugsort von König Emmerich. Emmerich, genau. Ich werde den Angriff auf die Burg persönlich anführen und Emmerich wird durch meine Hand sterben. Unsere Pläne werden Früchte tragen. Denkt an unser Ziel, unser Bekenntnis. Die emporstrebende Verfechterin. Verdammt. Unfassbar, dass sie wirklich versuchen, Großkönig Emmerich zu ermorden. Kommt schon, wir müssen da rein. Mein König, wo seid ihr? Oben oder unten? Okay, unten. Sieht mir nicht aus, ob der oben ist. Emmerich? Hört mal, da vorne ist jemand. Seid ihr schon zu Großkönig Emmerichs Gemächern vorgedrungen? Bald, Herr. Wir sind fast durch die Schutzzauber. Ich dulde keine Verzögerungen mehr. Ihr habt diese letzte Chance, Verfechterin. Ja, Magus. Wie viele Leute haben denn bitte sehr das Sagen im Orden der Emporstrebenden? Tja, hoch, wo kommt der denn jetzt her? Das hier die Assassinen, oder was? Und was ist mit der Frau? Sie entzieht sich uns immer noch, Magus. Doch die Zahl der möglichen Verstecke ist begrenzt. Ein machtloser Fehler. Kümmert euch um Emmerich. Danach findet und tötet sie. Das werden wir, mein Herr. Fürstin Arabelle wurde wohl noch nicht gefunden. Los, versuchen wir sie als Erste zu erreichen. Ah, da seid ihr ja. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Das kommt drauf an. Wo sind die Gegner? Ich glaube, die haben keine Lust mehr. Ich bin mir nicht sicher, was der Orden der Emporstrebenden hier will. Doch er scheint entschlossen zu sein, Emmerich und mich auszumerzen. Ich konnte dem Großteil seiner Streitmächte entgehen. Und diejenigen, denen ich gegenübertreten musste, waren kaum ein Ärgernis. Woher wusstet ihr, wo man mich finden kann? Valessea hat sich bei uns gemeldet. Sie meinte, sie konnte euch nicht erreichen. Die Medaillons, der Orden, hat sie manipuliert. Ich hatte gehofft, Valessea spürt unseren Ärger. Als die emporstrebende Verfechterin und ihre Streitmächte mit dem Schiff gekommen sind, hatten sie einen mächtigen Magier bei sich. Der Großteil der Verteidigung der Insel wurde durch seine Magie unschädlich gemacht. Doch was war das von wegen der Medaillons? Auf ihnen liegt ein Todeszauber. Er hat Delric getötet, doch Valessea hat ein Pulver erschaffen, um ihn zu bannen. Ein Entzauberpulver? Sehr klug. Es tut mir leid um den armen Delric. Doch ich nehme an, ihr habt euch um die anderen Medaillons gekümmert? Gut. Als ich das letzte Mal mit ihm sprach, war Emmerich sicher in seinen Privatgemächern. Die Schutzzauber dort sind noch aufrecht. Aber sie werden nicht ewig halten. Wie können wir die emporstrebende Verfechterin aufhalten? Mit einem Plan, meine Teure. Geht in den Innenhof und stellt die emporstrebende Verfechterin. In der Zwischenzeit machen Yakan und ich uns auf den Weg auf die Rückseite und überrumpeln ihren Magier von hinten. Ich gehe zum Innenhof und kümmere mich um die emporstehende Verfechterin. Hervorragend. Und ich streue unterwegs dieses Pulver auf das Medaillon. Denkt daran, dass wir die aufstrebende Verfechterin aufhalten müssen. Wenn Großkönig Emmerich stirbt, wird es keine Friedensverhandlungen geben. Das können wir nicht zulassen. Ich brauche eindeutig mehr Kaffee nach 4 Stunden Schlaf heute. Ich kann einfach nicht mehr lesen.
hier noch irgendwas? Nö, ne? Oh, Hallöchen. Wieso ist mein Barfoot jetzt schon wieder leer? Heieieiei. Wobei ich nicht unbedingt glaube, dass wir jetzt hier Barfoot brauchen. Also das Einzige, wo ich immer Barfoot nehme, das sind die Totenländer. Die Zauber sind fast überwunden, Verfechterin. Natürlich. Basti, wie kannst du dich so von der Frau vermöbeln lassen? Ach, das ist schon wieder... Noch einer? Oh, ist das nervig. Okay, ich mache einfach zu viel Schaden. Wenigstens blieb mein Gesicht verschont. Oh, gute Arbeit, meine Teure. Wie aufregend. Ja, portet euch einfach durch die Gitterstäbe durch. Kein Thema. Okay. Na, nichts bringt das Blut so sehr in Wallung wie ein Scharmützel, findet ihr nicht? Diese Magierin hat mich unterschätzt, die Arme. Doch wenigstens ist das nun vorbei. Jetzt müssen wir uns nur noch um dieses Medaillon kümmern und es zu Großkönig Emmerich bringen. Ich habe euch das in Zauberpulver gegeben. Habt ihr es schon verwendet? Ich war ziemlich beschäftigt, meine Teure. Nun geht da raus, steigt auf euer Boot und kehrt ins Lager zurück. Ich treffe euch dort. Ich muss das Medaillon bannen. Danach? Nun, solche Situationen setzen den Großkönig unter Druck. Ich kann ihm damit helfen. Das habe ich schon früher getan. Wir sehen uns im Lager auf Wadenfell. Dass sie uns so wegschickt, finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber na gut. Ne? Also es kommt für mich so ein bisschen so rüber, so nach dem Motto, ich bin nicht die Echte, ich bin nur ein Klon. Aber das denke ich nicht, weil die Geschichte ist ja jetzt... denke ich mal zu Ende. Es sei denn, es gibt noch eine große Überraschung. Da weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich habe es auch nicht mehr so im Kopf. Ich habe es einmal gemacht mit meiner Main und danach habe ich die ganze Prologe ja nicht mehr gemacht. Hier unten ist das Boot. So, und wir sind doch direkt am Lager. Fürstin Arabelle, seid ihr euch sicher, dass ihr nicht verletzt seid? In der Feste ging alles so schnell. Es reicht, Yakan. Ich bin schon mit schlimmeren Schurken fertig geworden, bevor ihr geboren wurdet. Die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, doch wir haben die Medaillons übergeben und die Friedensverhandlungen können wie geplant beginnen. Ich frage mich, wen die Allianzführer wohl als Delegierte schicken werden. Ich habe Rigur, den Ungestümen, schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wann werden die Friedensgespräche stattfinden? Oh, wohl noch eine ganze Weile nicht. Wir bereiten noch immer den sicheren Verhandlungsort auf Hochinsel vor. Doch sollte der Orden der Emporstrebenden erneut zuschlagen, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Ihr seid wirklich ziemlich beeindruckend, meine Teure. Dies ist für euch, mit dem besten Dank der Liga der Standhaften. Ja, und wir erhalten die Aktion Glimmerstaub. Dazu muss ich dann Glimmerdust eingeben. Die schauen wir uns gleich auch mal an. Was für ein interessantes Abenteuer, findet ihr nicht? Ich muss die wichtigen Details aufschreiben. Ich will keinen Augenblick vergessen. Und keine Sorge, ich denke daran, nach euch zu schicken, falls die Lage auf Hochinsel eskaliert. Ihr seid zu gut, um nicht wieder zur Hilfe gerufen zu werden. Hochinsel? Wo ist das? Ihr habt noch nie von Hochinsel gehört? Das überrascht mich nicht. Es ist ein Rückzugsort für die Angehörigen der Adels- und Königshäuser. Sie ist die größte Insel des Systrin-Archipels im Abekäischen Meer. Es ist eine bretonische Insel,
Doch den meisten gilt sie als neutraler Boden. Sie ist ein Reiseziel? Ja, meine Teure. Sie ist wirklich recht schön. Ich habe ein Herrenhaus dort. Für die kurzen Momente, in denen ich nicht gerade an der einen oder anderen Sache arbeite. Die Liga der Standhaften hat sie eigens für die Friedensverhandlungen ausgewählt. Ich kann es nicht erwarten, dass sie in Gang kommen. Also, bezüglich Ermittlerin Vala. Ach, nicht das schon wieder. Ihr merkt wohl gar nicht, wie lästig diese Frage geworden ist. Und alles nur wegen einer neugierigen Chronistin und ihrer unbegründeten Anschuldigungen. Hört mal, meine Teure. Wir beide werden uns besser verstehen, wenn ihr nicht wieder nach Ermittlerin Vala fragt. Na gut. Lass das mal so stehen. Mal gucken, ob man das hier so gut sehen kann. Da müssen wir nämlich einmal den Chat für öffnen. Und da geben wir dann Glimmer Dust ein. Und zack. Ach, das ist im Endeffekt diese... Ach so, ich verstehe, ich verstehe. Ja, auch nicht schlecht. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, das Gleiche zu machen, was die Leute im Prinzip aus der Folge jetzt gerade gemacht haben, beziehungsweise was wir gemacht haben. Wir können jetzt unsere Medaillons enttoderisieren oder so. Der Tod geht dann da raus, der Todesfluch. Egal. Ihr merkt schon, die 4 Stunden Schlaf haben doch einiges bei mir hinterlassen, beziehungsweise einiges weggenommen. Dementsprechend sollte ich lieber nicht so viel reden. Und ich sag dann einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge mit der Hauptquest in Hochinsel wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.